und sagte: Warst du schon auf dem Berg? Nee, nee, ich bin noch nicht da. Ich habe es noch nicht gespürt. Ich bin noch nicht da. Also manchmal habe ich das Gefühl, die machen so irgendwie so, Augen zu, Augen auf und ich bin auf dem Berg. Nein, das wird nicht passieren. Manifestieren alleine langt nicht. Habe ich gerade mit meiner besseren Hälfte darüber gesprochen. Und wir haben dann so philosophiert, ob man, wie The Secret, Law of Attraction, man braucht nur die Dinge manifestieren und dann kommt alles zu dir. Übrigens, ich glaube, dass das geht, aber manifestieren alleine langt nicht. Wisst ihr warum? Weil ich viele Leute kenne, die manifestieren und haben dabei ein Um-zu drin. Also sie manifestieren, um zu bekommen. Die sagen zwar zu mir, ja, ich will das machen, es fehlt nur noch am Geld. Geld habe ich auch schon manifestiert. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr oder Jahr mit denen spreche, haben sie immer noch die Kohle nicht. Und das Gleiche machen sie manchmal mit Beziehungen oder das machen sie auch mit Unternehmertum oder Träume und Wünsche. Warum langt das nicht? Weil, wenn man die Manifestation so versteht, dass man sagt, ich mache mir ein großes, buntes Bild, 3D mittendrin, ich habe dieses Gefühl, es ist schon da. Und lass es dann los, dass es dann zu mir kommt, passiert oft so zwei, drei kleine Fehler, was Menschen machen. Sie sind gar nicht so in dem Vertrauen. Sie prüfen dann, ist das schon da? Ist das schon gekommen, was ich manifestiert habe? Was jetzt aber passiert, du gehst mit Zweifel rein. Und wenn du Dinge prüfst, und jetzt kommt es, immer wenn du nachdenkst, gehst du in die Vergangenheit. Und in dem Moment, wenn du nachdenkst, in die Vergangenheit gehst und prüfst und kontrollierst, baust du ein neues Ergebnis. Du machst ein neues Ergebnis. Das heißt, du manifestierst die Unsicherheit oder den Zweifel. Und Genie sagt da oben, ah, du wolltest es haben, aber ich spüre gerade Zweifel. Ah, dann kriegst du von mir Zweifel. Und es gibt auch andere, wiederum sagen, nee, ich bin aber überhaupt nicht im Zweifel, ich habe das manifestiert. Und jetzt muss das doch kommen. Und dann tun sie nichts. Denken, fühlen und handeln ist eins, wie Körper, Geist und Seele. Das heißt, wenn du etwas manifestierst, ist ja nichts anderes, dass du etwas vor dir siehst. Sagen wir mal, du bist hier und du siehst dort einen Berg und du willst den erklimmen. Und dann sagst du so, ah, ich manifestiere, dass ich auf diesem Berg bin. Und dann komme ich morgen zu dir, übermorgen oder nach einer Woche und sage dann, warst du schon auf dem Berg? Nee, nee, ich bin noch nicht da. Ich habe es noch nicht gespürt. Ich bin noch nicht da. Also manchmal habe ich das Gefühl, die machen so irgendwie so, Augen zu, Augen auf und ich bin auf dem Berg. Nein, das wird nicht passieren. Wenn du auf den Berg willst, dann kaufst du dir Ausrüstung, weil wenn es ein hoher Berg ist, sagen wir mal Kilimandscharo, dann organisierst du so ein paar Sachen, dass die Menschen dich vielleicht begleiten. Vielleicht brauchst du auch Sauerstoff. Du machst eine Routenplanung und du machst einen Zeitpunkt fest. Ja, und dann gehst du los und marschierst. Und dann wirst du auch da oben sein und dann wirst du an dieser Spitze sein und wirst sagen, wow. Krass, habe ich voll manifestiert. Ja, aber das, was du vielleicht jetzt verstehst, ist, verbinde die Sachen, mach die Dinge klar und es ist klar, dass du oben sein wirst, aber geh bitte ins Handeln. Das Handeln heißt nicht mit Zweifel, kann ich das, will ich das? Nein, nein, das ist klar, darüber brauchst du nicht mehr nachdenken. Also das, was sich manifestiert, ist klar, ich mache das. Nicht kann ich das, will ich das, sonst manifestierst du ja. Kann ich das, will ich das, kriege ich das überhaupt hin, schaffe ich das? Dann manifestierst das ja neu. Nein, das packst du alles weg. Sondern du gehst nur in diese Klarheit. Die Klarheit ist manifestiert. Alle Energien sind in dir. Und jetzt gehst du ins Handeln, ins Machen. Und gehst in diese Freude. Und dann holst du dir alles, was du dazu brauchst, in dieser Freude. Und gehst in diese Umsetzung, dass du auf diesem Berg. Und wenn du das jetzt verstanden hast, weißt du, dass Manifestieren mega ist, aber Manifestieren alleine langt nicht.